Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie heisst zwar noch reine Baumwolle, hat aber oft nicht mehr viel mit Natur zu tun. Mit massivem Einsatz von Pestiziden und Kunstdünger werden in den Anbauländern Böden zerstört und das Grundwasser vergiftet. Auch während der Verarbeitung werden die Baumwollfasern mehrfach chemisch behandelt und das Färben ist zum Teil eine grosse Belastung für Mensch und Umwelt. Viele Konsumentinnen und Konsumenten sind mit dieser Situation unzufrieden. Auch bei Coop hat man nicht mehr tatenlos zuschauen und darum schon vor einigen Jahren unter dem Naturalein-Label eine Alternative lanciert. Textilien aus naturnähem Baumwollanbau, chemiefreier Herstellung und schwermetallfreie Färbverfahren. Inzwischen ist man aber schon wieder einen Schritt weiter. Alle Textilien für die Coop Naturalein-Kollektion werden jetzt nämlich ausschließlich aus biologisch angebauter Baumwolle hergestellt. Möglich ist das worden dank intensiver Zusammenarbeit mit dem Projekt Maikal in Zentralindien. Rund 600 Bauern und ihre Familie arbeiten seit gut 2,5 Jahren mit Händlern, Herstellern und Entwicklungshelfern an diesem ehrgeizigen Projekt. Schädling bekämpft man mit natürlichen Methoden. Düngt wird mit Kompost und die ganze Ernte wird von Hand gepflückt. 80% davon übernimmt Coop und ist damit der wichtigste Abnehmer und Partner vom Projekt Maikal. Und dass sich indische Biobaumwolle und westliche Mode gut ergänzen, das weiss man auch nicht erst seit heute. Bei den Damen sieht man den Frühling und Sommer besonders viel Pastellfarben. Auch fröhliche Blumenmuster sind sehr aktuell und alles lässt sich gut kombinieren. Das Garn ist selbstverständlich auch aus Biobaumwolle und für die elastischen Teile wird Naturgummi verwendet. Auch die Herrenkollektion von Naturalein besteht vorwiegend aus Basisartikeln, die man gut kombinieren kann. Es hat viele Strukturen wie Picke oder Waffelmuster und alles in einer breiten Farbpalette. Modisch, farbig und fröhlich kommt auch die Naturalein Kindermode daher. Gepflegte Details wie Knöpfe aus Holz oder Kokos, Naturgummi und Druck aus schwermetallfreien Farben setzt bei diesen Kleidchen für alle Altersgruppen die Akzente. Die neue Naturalein-Kollektion aus rein biologischem Anbau ist modisch, attraktiv und bequem. Sie ist auch gut zu ihrer Haut und sie selber tragen mit dem Kauf viel zur Verbesserung der Umwelt und Lebensbedingungen in der dritten Welt bei und unterstützen zusammen mit uns das Förderungsprojekt für Biolandbau in Maikal in Indien. Als Pionieren auf vielen anderen Gebieten zeigen sich immer wieder Markenartikelhersteller. Eins der neueren Beispiele macht sie Aktivit. Ich bin der neue Spezialdrink für Ihr Wohlbefinden. Probier's mal. Aktivit Plus von Emmy, alles klar? Dieser Burger schmeckt, denn er ist aus Getreide und Gemüse. Am besten wird er mit Salat serviert, nachdem er 10 Minuten ohne Fett gebraten hat. Den Burger Vegetal gibt es in 4 Sorten von Bär, exklusiv bei Coop. Burger Vegetal ist stark und macht stark. Weiter geht's jetzt mit dem Rezept, das uns Armin Amrain mitgebracht hat. Grüezi miteinander. Ich habe gemerkt, dass die Leute fast ein bisschen Angst bekommen, wenn sie den Begriff «pochierte Eier» hören. Dabei geht das ganz einfach. Die Eier, es lohnt sich hier, die beste zu nehmen. In einer Tasse aufschlagen, ins Essigwasser im Verhältnis 1 zu 10 gleiten und ca. 10 Minuten pochieren. Das Wasser darf also nicht ganz kochen. Wenn es soweit ist, die Eier rausnehmen und im Salzwasser abkühlen. Für die Soße, Mayonnaise und Joghurt miteinander verrühren. Ein bisschen Grünes von Frühlingszwiebeln in Ring schneiden. Delikatessgurken und Tomaten in Würfel schneiden und zusammen mit gehacktem Peterli unter die Joghurt-Mayonnaise mischen. Die Soße auf Teller verteilen, die pochierten Eier darauf anordnen und mit kleinen geschwellten Herdöpfeln servieren. Das Rezept ist zwar sehr einfach, zur Erinnerung können Sie es aber trotzdem auf der Teletext-Seite 555 oder auf dem Internet nochmal abrufen. Viel Vergnügen und bis zum nächsten Mal! Eines der kleinen, feinen Rezepte von Armin Amrain, wo man sich nicht entgehen sollte. Eier. Sehr viele Eier sogar braucht man um diese Jahreszeit auch zum Färben. Wir offerieren Ihnen darum Schweizer Eier Klasse A, 10 Stück für nur 3,80. Coop Früchtequark, normal oder light im Duo, kostet 1,10 Franken. Und Matchi Le Parfait ab 2 Tauben je 2,35. Außerdem offerieren wir Ihnen einen Staubsauger Satrap Elektronik 1200, ganze 60 Franken günstiger. Und dann noch der Preisabschlag. Zahnpasta Dentalux Aktiv kostet ab sofort nur noch 2,20.
Und im Go-Restaurant verwöhnt sie den Küchenchef diese Woche mit einem Rindfleischvogel, Herdöpfelstock und Gemüse, wie immer, für weniger als 10 Franken. Wenn Sie bis jetzt auf ein schnurloses Telefon wegen dem höheren Preis verzichtet haben, habe ich Ihnen noch, beziehungsweise hat Radio TV Steiner Ihnen zum Schluss noch ein super Angebot. Ein Pezzi TD 9203 von Philips mit allen Schikanen und diversem Zubehör können Sie ab sofort in jeder Radio TV Steiner Filiale abholen für 199 Franken und sparen dabei ganze 100 Franken. Das war es für heute. Danke, dass Sie Zeit hatten zum Zuschauen. Einen schönen Abend und auf Wiedersehen.